So, und da sind wir wieder bei Minecraft. Oho. Oh. Oh. Ich hatte gerade ein sehr großes Brötchen im Mund und konnte deswegen nicht reden. Gut. Eure Brötchen. Ich wieso nicht? Gegessen habe, du hast keinen anderen Skin. Ja. Wir haben gerade was beschlossen. Ja. Und zwar Handhook, Kador Handhook. Wir wollen angeln gehen. Du willst angeln gehen. Ich war gerade erstmal mit ein bisschen Kobelstein, was ich noch im Inventar habe, den Weg im Neverwerder und dann gehe ich. Wenn ich die Angel verzaubere am Zauberungstisch. Dann wird mir dafür mehr Level abgezogen, oder? Ja, da wird genauso viel Level abgezogen wie für ein Buch. Weil bei einem Buch werden dir nur 3 abgezogen oder so. Bei einer Angel auch. Dann werde ich gleich eine Angel bauen. Mit Level 30 verzaubern. Ja. Weil wir haben, also ich habe nachgeguckt, Mending kriegst du eher, wenn du halt auch angels oder das halt in einem Dungeon findest. Das ist nicht irgendwas, was du mal eben so im als Buch kriegst. Oh. Also ich habe da irgendwie, keine Ahnung, 200 Level oder so drauf verschwendet. Ja, und ich habe früh genug nachgeguckt, damit ich das nicht die ganze Zeit mache. Hätte ich mal früher nachgeguckt, aber früher hat es mich halt noch nicht interessiert. Ich glaube, ich baue einfach eine neue Angel jetzt. Schon. Früher hat es auch funktioniert. Ja, du musst ja irgendwoher diesen Gedanken hergehabt haben, dass das geht. Das ist genauso wie bei mir, wo ich gesagt habe, bei mir sind einfach mal normale friedliche Mobs halt gespawnt auf einer Insel. Wo ich ganz klar sage, ja, das ist passiert. Und das lasse ich mir jetzt auch nicht von irgendwem kaputt reden. Ja, das ist passiert. Früher. Wie gesagt, früher halt kann sowas gehen. Ja, du meinst aber, das wäre früher nicht möglich gewesen. Aber ich kann mich dran erinnern. Und wenn ich mich normalerweise an irgendwas erinnere, dann ist es passiert. Ach, ist halt früher oder sehr viel früher? So sehr viel früher ist es halt auch wieder nicht gewesen. Das war... Dann hätte es eigentlich nicht funktionieren sollen. Es hatte keine Mods, es war einfach nur ein normaler Spielstand. Das war... Wann war das? Irgendwann habe ich einfach mal wieder Minecraft angeschaltet und dann ging das. Ich glaube, Schnee kann sehr wohl auf einem Weg drauf kommen. Okay, wieso? Weil ich hier gerade Schnee auf einem Weg drauf gesehen habe. Aber ich kann selbst keinen draufsetzen. Nee, aber er kann drauf kommen. Das wird aber schon sehr selten. Normalerweise ist das Spiel mächtiger als das Spiel. Bist du sicher, dass es nicht einfach ein Erdblock war? Ich glaube nicht, dass ich den an der Stelle so gelassen hätte. Kann sein, dass ich den mal abgebaut habe und wieder hingesetzt. Ja, das wäre aber komisch, dass du genau den dann abgebaut hast. Würde ich dann nicht verstehen, warum du das getan hast. Junge. Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Bowler an. Der war sogar beim Bowling. Den Bowlert. Nugget. Den Bugert. Den Robert. Ich kannte mal jemanden, der hieß Robert. Robert.
heiße Robert und ihr tut, was ich sag. Was machst du gerade? Ich baue gerade. Hast du dir auch diese Retrospective angeguckt davon? Von dem, wie heißt du nochmal? Keine Ahnung. Gut. Das vergesse ich immer. Aber das wurde mir automatisch in YouTube-Feed reingespult, weil du mir da die ganzen Videos von den Songs gesendet hast. Ich hab dir nicht gesendet, ich hab dir japanische gesendet. Obwohl, nee, die habe ich nicht. Die habe ich nicht gesendet, die habe ich auf Watch Together mit dir getan. Ich werde jetzt mal eine Brücke machen, die halt nicht nach oben geht, sondern solche klassischen amerikanischen überdachten Brücken. Keine Ahnung, was du meinst. Kennst du die nicht? Nee. Das sind voll cool. Kannst du mir da ein Beispiel geben? Wo gab es die denn nochmal? High School Musical. Nee. San Andreas. So will ich es eigentlich aber auch nicht haben. Muss es halt doch ein bisschen höher gehen. Sagen wir mal kurz was. Was? Okay. Bei einem Weg, da ist zu einem Teil, da passt ein Stück Lava genau in die Wand. Soll ich die Lava wegmachen oder soll ich das cool aussehen lassen? Da passt ein Stück Lava genau in eine Wand. Ja. Was soll das heißen? Ja, da ist halt Wand, 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 Lava, Wand, Wand, Wand. Ich verstehe nicht, was du meinst. Da müsstest du mir ein Bild von senden. Ich finde schön, dass ich dadurch, dass hier unter der Brücke Eis ist, dass es dann immer noch rutschig ist auf der Brücke. Ja. Mentor Hand Hokkaido. Warum machst du Schweinegeräusche? Ich hab geübt. Da gab es Minecraft-Mucke am Laufen. Nee, es ist ein Windows-Fehler gegangen. Warum dann so oft? Es hört sich halt gerade wie. So, hab gerade nur das Bild gesucht, das ich, von dem du geredet hast, ich dir schicken soll. Wow, ich hab Leder geangelt. Geil. Ich brauch mehr Dark Oak Wood. Harry Potter. Wieso gibt es Leute, die Family Guy mögen? Weil Leute auf schlechten Humor stehen. Wofür ist diese Falltür? Welche Falltür? Das ist eine Falltür auf dem Eis. Ach so, die. Ich war so voll, die richtig wegzuschmeißen. Falltür on Eis. Jetzt im Kino. Warum sind hier keine Mobs?
Gary, come home. Obwohl es dunkel ist, da sind die alle. Warum sind die so weit weg? Ich werde wieder zurückgesetzt, da ist ein Enderman. Ich verstehe Leute nicht, die Disney mögen. Ja, irgendwie wird immer mehr klar, dass das einfach nur eine Firma ist. Nicht mal eine gute. Im Gegenteil. Also ich finde immer alles besser, wo du halt so merkst, ja, da geht es mehr darum, dass du da halt was Kreatives machst, was mit... Alter, wie viele Babys kommen hier an? Was mit Kunst zu tun hat halt. Trigger. Haben die nicht letztens auch einen Flop gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Ein Bellyflop. Alter, wie viele Zombies Aber kommen hier denn? die steigen halt langsam, aber sicher eher auf Zuschauer-Dings um. Zuschauerwünsche. Nee, Dings, dass sie halt nicht allein von irgendwelchen Companies abhängen, die sie bezahlen. Weil ich meine, die haben ja jetzt den Patreon und alles. Ich mag es halt wirklich nicht, wenn man so merkt, ah, da geht's nur ums Geld. Da hast du eigentlich als Company für mich komplett verschissen. Wenn wir nicht. Wenn du was gut machst, dann mach's nicht ohne Bezahlung. Wenn du es für eine bestimmte Zielgruppe machst, zumindest. Aber wenn du mein, wenn du das mal mit meinem... Warum ist hier jetzt ein Drowned? Weil da Wasser ist. Nein, hier ist kein Wasser. Weil irgendwo Wasser war und du bist. Ich bin mitten im Schneegebiet. Ja. Wenn Wann ist hier hier Wasser ist, dann ist eingefallen? der ertrunken. Nee, dann ist der darunter eingefroren. Ertrunken ist der sowieso, ja. Schneller geht's mit Marlboro. Aber was ich halt meinte ist, du merkst, nee, nicht du merkst, wenn du dir mal mein Working Spirit ansiehst, ich mache halt das, was ich da mache, alles komplett ohne Geld. Und ich denke mir nur so, ja, wenn ich das gut mache, dann zwinge ich damit die anderen Leute, die da Geld für verlangen, im Grunde dazu, besser zu werden. Nee. Doch, wenn du nämlich was Gutes bei mir bekommen kannst für gar kein Geld, dann solltest du auch was Besseres verlangen, wenn du bei jemand anderem Geld ausgibst. Ja, wenn die was Besseres machen, dann ja, ne? Ja, und wenn sie nicht was Besseres machen, dann ärgerst du dich ja, dass du dafür jetzt Geld ausgegeben hast, wenn du es bei mir eigentlich besser Nee, haben die würden könntest. ja kein Geld ausgeben, wenn sie nicht besser werden. Na, guck dir mal so einige Leute da an, dann weißt du's. Dann denkst du dir auch so, warum hat der Typ dafür Geld ausgegeben? Aber glaube ich, denkst du dir sowieso auch schon so. Ja. So, ich bin jetzt in einem Ozean 4000 Blöcke von unserem Heim entfernt. Hinter Mars. Nee, ich bin der lustige Astronaut und ich singe ein Lied. Was für eins? Ich bin der lustige Astronaut und ich singe ein Lied. Peter Lustig? Nee, das ist jetzt. Nein, das ist das Lied. Ein Boot hier wegschieben.
Der meinte, das wären Pontons. Was? Pontons. Pontons? Sind Holzteile, die auf dem Wasser schwimmen. Vielleicht kennst du noch diese eine Stadt, in der wir, oder das Dorf wohl eher, wo wir waren, in der Nähe vom Himmelturm. In Pokémon Smaragd. Wo das ganze So. Dorf da auf Auf Holz drauf war. Stelzen stand. Es war nicht auf Stelzen, es waren einfach nur Holzteile. Stelzen. Ich hoffe mal, ich kann da jetzt gleich auch noch die Dingens hinsetzen, die ich da gerne hätte. Zäune. Auf Halbblöcken spawnt ja nichts, ne? Auf der unteren Seite von Halbblöcken, ja. Wenn auf der oberen Seite gebaut sind, dann spawnt da was drauf. Ist halt blöd, da muss ich irgendwie gucken, dass ich da Licht hinkriege. So, ich muss jetzt noch ein Level machen, dann kann ich die Angel verbessern. What the fuck? Wer ist gerade ein Delfin mit 500 km/h vorbeigestoßen? Gib dem was zu essen. Hä? Dann führt er dich zu einem Boot. Habe ich nicht nötig. Das Boot habe ich schon gefunden. Hat dir geholfen? Nö. Einfach so viele Tiere jetzt, die eigentlich total unnötig sind manchmal. Pandas. Wann findest du mal hier ein Panda? Gibt's? War das nur eine oder gibt's die wirklich? Pandas gibt's. Okay. Genauso wie Bambus. Wolfgang Ambrus. Bitte gibt's den nicht. Wolfgang Amboss? Ja. Wer ist Amboss? Kennst du jetzt nicht Wolfgang Ambros? Ambrosia? Nee. Ja, wer ist das? Das ist Wahnsinn. Verstehe. Ja, warum sollte man den Namen von dem Kerl kennen? Der Typ ist eine Bierhauslegende. Ein Bierhaus. Ich war noch nie in einem Bierhaus, also von daher. Ich will da auch nie rein. Ich will dann eine Kuh machen. Ich finde schön, dass ich jetzt gerade einfach nur Gerardo gemacht habe. Auf mich ist gerade eine Spinne zugesprungen und die ist dann in der Luft stehen geblieben, weil der Server geleckt hat. Habe ich mich um die Spinne drum gedreht und die dann angegriffen. Den brauche ich nicht mal. Ich töte gerade ganz viele Monster einfach nur. Jetzt gehe ich hier in den Sumpf rein und finde direkt einen Schleim. Einfach nur, um den jetzt zu beleidigen. Auch wenn er das nie sehen wird. Verdammt, warum finde ich immer fünfmal die gleiche Schatzkarte?
die es nicht gut programmiert haben. Disco. Pogo. Disco. Pogo. Geht das noch, dass man zwei Items einfach so zusammen tun kann und damit reparieren, oder geht das wirklich nur noch am Amboss? Es geht da nur am Amboss, wenn du die Verzauberung behalten willst, aber sonst kannst du es einfach so tun. Und wenn da eh noch keine drauf ist? Ja. Dann mache ich mir hier gerade einfach einen Pfeil und Bogen von dem, was ich hier kriege. Schön, wenn man sich einmal so umdreht und dann sieht, dass hinter einem irgendwie drei neue Zombies gespawnt sind, die einen angreifen. Und scheinbar auch noch ein Skelett, wie ich gerade hinter mir höre. Hast du jemals was mit einem Bogen getroffen? Ja, öfters. Das ist bezweifelig. Warum? Wenn man schießt nicht mit einem Bogen, man schießt mit Pfeilen. Ja, ich habe den Bogen aber trotzdem benutzt, um auf jemanden zu schlagen. Dann hast du aber nicht getroffen, dann hast du geschlagen. Dann trifft der den immer noch. Nee. Du? Nee. Disco. Im Endeffekt meinen die aber nicht wirklich eine Disco, sondern die meinen einfach nur eine Disc. Disco. So wie ich Japan kenne. Pogo. Pogo. Oh man. Ich habe mir letztens eine unfair Minecraft Map von dem angeguckt. Wo ich der nicht. Das nachgespielt hat. Ich habe nicht nötig, Grund. Dass ich mir was von dem ansehe. Du bist ja auch scheiße. Unter anderem. Du hättest es sagen müssen. Ja, aber das weiß ich selbst. Ich mag das, wenn Leute einen versuchen zu beleidigen, das aber einen einfach gar nicht treffen kann. Ja. Du einfach schon mit deinem Leben so abgeschlossen hast, dass du einfach unzerstörbar bist. Ich meine, so kann man es auch sagen. Bei mir ist es ja eher so, dass ja, ohne Selbstwert kann man mich auch nicht abwerten. Ich meine, versuch mal was zu entwerten, was keinen Wert hat. Ding dong bang. Heute flappst, als sage ich, wenn ich tanze. Glück des Meeres, ist das gut? Ja, Glück des Meeres ist, dass du wahrscheinlich Rare Drops bekommst. Ja, dann. Ich habe gerade ein uraltes Bild von mir geschickt bekommen. So Bilder von dir. Keine Ahnung. Ich bin gerade gegen den Kaktus gerannt. Der vor unserem Haus? Nee, irgendeiner in der Wüste. Haltbarkeit, also 3 Glück des Meeres, 2 Köder, 2. Ist das gut? Ja. Das war fast so gut wie die Angel, die ich Lasik gegeben habe. Vielleicht kann ich die dann noch aufbessern. Wenn ich Mending bekomme, kommt hier auf jeden Fall auch Mending drauf. Ich glaube, ich gehe unten angeln, ne? Okay. Mending hatte ich auf meiner Angel auch, die ich Lasi gegeben habe. Ich finde schade, dass man sowas nicht transferieren kann. Ich finde es schade, dass du es nicht transformieren kannst.
willst du transformen? Dass du mit bestimmten Kombinationen von Verzauberungen was anderes machst. Oder findest du das nicht cool? Wenn, wieso sollte man? Dass du vielleicht irgendwas Cooles rausbekommst oder bestimmte Verzauberungen halt nur so bekommst. Ja, aber welche beiden Sachen willst du verbinden? Also, für Mending würde ich eventuell halt, dass du Haltbarkeit und, was war's, noch was Ähnliches halt dazu tust und dann das halt rausbekommst. Und was rausbekommt? Mending. Wenn wir Mending so sowieso machst. Schon so nicht kriegen können, warum dann nicht so machen? Es gibt ja bestimmte Sachen, die man nicht kombinieren kann. So was wie Silk Touch und was war's? Fortune. Ja. Wenn du das zum Beispiel zusammentust, was kriegst du dann raus? Eine normale Spitzhacke. Ich meine jetzt halt wirklich, wenn du nachdenkst, was du dann rauskriegst. Eine normale Spitzhacke. Ich meine jetzt halt wirklich. Eine normale Spitzhacke wäre das. Du bekommst mehr Erz raus, aber du bekommst das Erz selbst, nicht die Erze. Also irgendwie kommt immer noch nicht schneller hier ein Fisch an. Ist nur Köder? Köder ist drauf, ja. Welcher? Ich glaube zwei. Kommt gerade einfach gar nichts. Warum sind hier so viele Hühnchen in dem Gebiet drin? Hier in dieser Höhle. Die haben da unten ganz viel Platz, aber nee, die gehen hier hinten in die Höhle rein. Extra. Ich finde gerade so eine scheiß Schatzkiste nicht. Oder haben die jetzt einfach nur ganz schnell irgendein Update rausgebracht, dass ich jetzt nicht mehr angeln kann hier unten? Nee, da hättest du extra Minecraft updaten müssen. Ja, irgendwie kommt da gerade nichts. Ja, gut, da RNG halt. Ich denke einfach, die Angel ist schlechter geworden, weil ich sie verzaubert habe. Wenn ich Mending krieg, gebe ich dir auch. Ja. Das Huhn hat mir zugenickt dabei. Das ist die Zeige. Aber heute erst, kam es erstmal werde ich meine Spitzhacke damit aufbessern, ne? Okay. Heute hat bei uns aus irgendeinem Grund irgendeine, keine Ahnung, Menschenrechtsorganisation geklingelt. Wollte dich deiner Rechte entziehen? So, mit das? Wollte wahrscheinlich, dass ich irgendwo unterschreibe. Ich habe einfach, als sie irgendwas gesagt hat von King Kong, genau, Kindersoldaten im Kongo, habe ich einfach nur gemeint, ja, das interessiert mich jetzt nicht wenig, tschüss. Also sowas würde ich halt niemals sagen, aber... Ich schon, dann ist die weggegangen. Ich finde sowas immer ein bisschen unhöflich. Das war auch mein Ziel. Ja, aber die Leute, die wollen halt deine Aufmerksamkeit. Weißt du, wie scheiße das ist, wenn du halt die Aufmerksamkeit halt haben willst, aber dann irgend so ein Arschloch da ankommt und dich beleidigt dafür? Ich hab dich ja nicht beleidigt. Fick dich, mich interessiert das nicht. Ich hab gesagt, mich interessiert es herzlich wenig. Dass die Kindersoldaten im Kongo sind. Das ist etwas sehr Wichtiges, worüber man schon reden sollte, finde ich. Ja, aber das heißt nicht, dass ich da irgendwo unterschreiben oder so sollte. Was ihr erwartet, die von mir, wenn die... Man sollte eher drüber reden, ob es unterschreiben etwas bringt, aber...
Ob das jetzt wichtig ist oder nicht, ich sag schon, das ist wichtig. Ja, das auf jeden Fall, aber ich werde nicht irgendwas unterschreiben, was von irgendeinem Typen halt kommt, der einfach da ist. Plötzlich an der Tür und meint, ja, hallo, Kindersoldaten im Kongo, unterschreiben mal. Ich finde das tatsächlich ein bisschen weniger invasiv, wenn das im Internet geschieht, als wenn das jetzt vor deiner Haustür geschieht. Ja. Ich meine, die Leute haben dann auch deine Adresse, die wissen, wer du bist. Wenn du da nicht unterschreibst, dann bringen die dich einfach im Schlaf um. Okay, du hast nicht unterschrieben, heißt, du willst Kindersoldat werden. Schick mir einen einfach dann dahin. Warte, was? Hm? Ach, ich habe die Nautilus-Schale bekommen. Damit kann man einen Block machen. Ja, dann Conduit. Wir haben auch schon mehrere Heart of the Seas, Herzen der Meere. Wofür soll das gut sein? Wenn du den baust in einer bestimmten Ding, so ähnlich wie der Beacon halt, muss ja in einer bestimmten Formation stehen, dann kannst du in einem bestimmten Umkreis unter Wasser atmen. Den Beacon werden wir auch noch bauen. Ja, aber keine permanenten. Außer bei einer Lasershow vielleicht. Wir machen halt wirklich so ein Hochhaus, wo an allen vier Seiten so ein Fensterglas ist, wo du dann halt diese Leuchtstrahlen nach oben gehen siehst. Das ist halt wirklich so groß dann. Was habe ich da jetzt geangelt? Ich habe einen Stärke 4 Bogen geangelt. Den könnte ich ja jetzt Ja. mit meinem anderen Bogen da zusammentun, aber nur auf dem Amboss meintest du, ne? Ja. Wie viel EP braucht das? keine Ahnung, aber wenn du zwei Sachen miteinander verbindest, versuch immer beide Kombinationen, weil das eine kann oft tausendmal weniger kosten als das andere. Und ich hatte mal das eine Spitzhacke, eine normale ohne Verzauberung, auf eine, ich glaube, Mending, Fortune 3 und Dings, Effizienz 5. Spitzhacke hat irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, 40 Level oder so gekostet, 35, irgendwie sowas. Ich habe noch eine Und Angel geangelt. andersrum Reparaturglück was. des Meeres 2, Köder 2, Haltbarkeit 3. Gut. Und andersrum was einfach irgendwie nur so 20. Ich glaube, die tue ich mal meiner Angel zusammen, ne? Weil die Ja, ne? repariert sich selbst. Ja. Fuck Infinity War, du hast Infinity, wie heißt's? Fishing Rod. Was Infinity Fishing Rod? Gut, da ist ein Creeper im Gang. Wie komme ich da jetzt hoch? Bogen. Gerade kein. Jedenfalls kein geladen. Irgendwie kam der nicht. Ich tue das mal eben zusammen. Ich habe nur einen Wüsten-Dungeon gefunden. Dungeon. Wimpel. Wimpel. Wimpel, ja. Das Dimpel aus kostet Mob Psycho 1, 32 genau. Erfahrung. Dafür kriege ich dann aber auch Glück des Meeres 3, Köder 3 und Haltbarkeit 3. Das hätte ich dann schon gerne. Ist das dann besser als deine? Ja. Vielleicht, kann sein. Ich glaube nicht, aber keine Ahnung. Muss Hallo, ich aber. goldener Apfel. Muss ich aber eben 5 Level machen. Wo kriege ich denn schnell 5 Level her? Eben cheaten. Keine Ahnung, aber ich habe gerade ein Depth Strider 3 Buch gefunden. Wollen wir die Folge eigentlich beenden? Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Adios.